Hallo liebe Zuschauer, die Stadt der Moderne sucht auch in diesem Jahr wieder junge Organisationstalente für den Ausbildungsberuf Kauffrau oder Kaufmann für Büromanagement. Das ist ein sehr wichtiger Ausbildungsberuf, der hier in der Stadtverwaltung gebraucht wird. Und aus diesem Grund befragen wir mal die Marie, die diese Ausbildung gerade ergreift, was man alles wissen muss über diese Ausbildung. Hallo Marie! Hallo! Schön, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast. Gerne. Erzähl unseren Zuschauern mal, wer du bist und wo du herkommst. Ich bin die Marie, ich bin 18 Jahre alt, mache meine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement bei der Stadtverwaltung Chemnitz. Bin jetzt im zweiten Ausbildungsjahr und ich wohne jetzt seit circa einem Jahr in Chemnitz. Wie lange dauert eigentlich deine Ausbildung und wie ist sie in der Zeit aufgegliedert? Die Ausbildung dauert insgesamt 3 Jahre. Sie ist untergliedert in die Theorie und die Praxis. Die Theorie haben wir in der Berufsschule hier in Chemnitz und die Praxis, die haben wir hier in verschiedenen Ämtern der Stadtverwaltung Chemnitz. Und außerdem gibt es noch eine überbetriebliche Ausbildung, die haben wir in der dienstbegleitenden Unterweisung in Dresden. Wer kann sich denn alles zu diesem Beruf ausbilden lassen? Gibt es da Voraussetzungen? Also man sollte mindestens einen Realschulabschluss haben, gute bis sehr gute Noten in den Fächern Deutsch und Mathematik. Außerdem sollte man Grundkenntnisse in Word und Excel mitbringen, kontaktfreudig sein und auch Spaß am Telefonieren haben. Stadtverwaltung Chemnitz, Auszubildende Riedel, guten Tag. Als du dich hier beworben hast, auf was hast du da alles geachtet? Als erstes habe ich darauf geachtet, dass es eine vollständige und ansprechende Bewerbung ist, die ich hierher schicke. Und dann habe ich noch darauf geachtet, dass ich die Bewerbungsfrist einhalte. Doch nun erzähl uns doch mal, was du den ganzen Tag so machst. Sprich, was sind deine Hauptaufgaben? Also mein Arbeitsalltag ist abhängig von meinen Wahlqualifikationen. Ich habe die Wahlqualifikation Assistenz im Sekretariat und Personalwirtschaft. Da sind meine Aufgaben zum Beispiel das Anlegen von Personalakten, das Sichten von Bewerbungen und Eintragen von Bewerbungen. Außerdem bearbeite ich die Eingangs- und Ausgangspost und ich decke auch für wichtige Beratungen die Tische ein. Du hast gerade von Wahlqualifikationen gesprochen. Was gibt es denn da für welche? Also die schon eben genannten, die Assistenz im Sekretariatswirtschaft und die Personalwirtschaft. Und außerdem gibt es noch die öffentliche Finanzwirtschaft und Verwaltung und Recht. Und nun eine letzte Frage. Möchtest du noch zukünftigen Azubis etwas mit auf den Weg geben? Gerne. Wenn ihr einen sicheren Ausbildungsplatz und gute Chancen auf eine spätere Übernahme möchtet, dann bewerbt euch bei der Stadtverwaltung Chemnitz. Und nun zu dir. Wir hoffen, wir konnten dich neugierig machen und freuen uns auf deine Bewerbung.